Damit Arzneimittel für Kinder sicher und wirksam sind, reicht es nicht aus, die Dosierung für Erwachsene einfach auf Kinder herunterzurechnen. Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ihr Organismus durchläuft verschiedene Entwicklungen bis zum Erwachsenenalter und kann daher ganz anders auf Arzneimittel reagieren. Für jede Altersgruppe muss daher geprüft werden, ob Studien mit Kindern zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erfolgen müssen. Häufig ist auch eine kindgerechte Darreichungsform erforderlich, zum Beispiel in flüssiger Form. Denn nur mit Arzneimitteln in flüssiger Formulierung, anstelle von Tabletten, können lebensgefährliche Überdosierungen vermieden werden. Die Forschung in der Arzneimittelentwicklung für Kinder ist längst noch nicht so etabliert, wie wir es bei den Erwachsenen kennen. Um dies zu erreichen, engagieren wir uns im Paul-Ehrlich-Institut mit unserer Expertise. Unser Ziel ist es, nur noch Kinderarzneimittel zuzulassen, deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit für Kinder in entsprechenden Studien nachgewiesen wurde. Mit dieser gesetzlichen Regelung wollen wir erreichen, dass Kinderarzneimittel den gleichen qualitativ hohen Standard für Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit erfüllen, wie wir es bei den Arzneimitteln für Erwachsene erwarten. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist auch, dass Informationen aus Forschung und Arzneimittelentwicklung transparent kommuniziert werden. In der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln für Kinder müssen die besonderen Anforderungen an Studien und Anwendungen an Kindern von Anfang an berücksichtigt werden. Nur so erreichen wir, dass die Zulassung eines Arzneimittels für Kinder einschließlich einer kindgerechten Darreichungsform, beispielsweise als Saft oder Tropfen, ohne große Verzögerung nach der Zulassung für Erwachsene erfolgen kann. Ein großes Hindernis für die optimale Entwicklung von Arzneimitteln, speziell für Kinder, sind die Vorbehalte gegenüber Arzneimittelstudien mit Kindern. Ohne diese Studien können wir die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln nicht prüfen und auch keine Zulassung erteilen. Die Konsequenz ist, dass kranke Kinder weiterhin mit Arzneimitteln behandelt werden, deren Wirkung und deren Risiko für Kinder unbekannt sind. Diesen Teufelskreis wollen wir durchbrechen, um all unseren Kindern im Krankheitsfall eine sichere und wirksame Behandlung bieten zu können.